Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Kanal. Mein Name ist Bluefire und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute die nächste Packbewerbung auf unserem Kanal. Ich freue mich schon drauf auf diesen Park. Der Park heißt Five Worlds Park, ist von Kaido und wie immer ist dieser Park auch bei uns in der Videobeschreibung zu finden. Eine kleine Beschreibung gibt es dazu auch noch und da schreibt der liebe: In diesem Park sieht man von mir die fünf erstellten Themenbereiche Takayama, Falkenheim, Iron Village, Franklins Anwesen und Land of Giants. Dieser Park ist noch in Erstellung und noch nicht fertig. Alles wurde von mir selber erstellt. Nur die Riesen und die Guillotine wurden aus dem Workshop genommen. Der Park ist seit dem 7. Juli 2020 in Erstellung. Wünsche euch viel Spaß mit dem Park. Ja, er hat uns den Park in der Parkbewerbung geschickt und jetzt zeigen wir ihn euch mal. Bin einmal kurz drüber geflogen. Und ja, da sieht man, dass noch einiges hier zu tun ist. Und ich bin auch sehr gespannt, was hier noch auf uns zukommt. Und ja, falls ihr euren Park auch mal hier auf unserem Kanal sehen möchtet, dann gerne auf Discord reinkommen und dort eure Parkbewerbung unter der Rubrik Parkbewerbung. Dort könnt ihr euch dann gerne bewerben und bald auch euren Park hier auf unserem Kanal sehen. So, wir fangen an und gehen gleich rüber zum Parkplatz. Jetzt erstmal hier Grundstein, 17.07.20, Ersteröffnung. Das sieht aber auch schon sehr, sehr schön aus. Das gefällt mir hier richtig gut. Man kommt hier so lang, durch den Haupteingang oder durch den Hauptweg quasi. Und dann sieht man hier schon den Eingangsbereich mit hier so einem kleinen Rundweg. Und dann gehen wir mal rüber auf diesen Parkplatz. Dort haben wir ein paar Snackautomaten und einen etwas kleineren Parkplatz, aber er ist da. Er ist auch schön angedeutet und hier kann man dann den Park mit dem Auto verlassen. Auf Wiedersehen. Auch eine schöne Idee. Ganz toll gemacht. Ich finde das auch cool, dass hier die ganzen Snackautomaten sind, die Beschilderung, Parkplatz F, Parkplatz E, D, B, A und einer ist auf jeden Fall schon mal da, das sind wir. Uns gehört heute der Park ganz alleine. Ich freue mich schon drauf. Themenbereiche: Takayama ist fertig. Ah, Falkenheim kommt noch, coming soon. Iron Village ist auch fertig. Franklins Anwesen, coming soon, und Land of Giants, coming soon. Okay, also zwei Bereiche sind definitiv fertig. Takayama und Iron Village. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns das doch mal im Nahen an. So, hier haben wir einen wunderschönen Eingang. Oder Vorpark, bevor wir überhaupt in diesen Park reingehen. Das sieht doch mal richtig schön aus. Hier auch mit den Tickets. Das sieht cool aus, ja. Das passt ganz gut. Kann man nochmal Geld abheben, falls man doch zu wenig dabei hat, weil sich die Ticketpreise 24 natürlich wieder erhöht haben. Aber, ja. Ach, und bevor ich es vergesse natürlich, das wollte ich nämlich noch sagen, vielen Dank für euren Support bei der letzten Parktour. Wow, was für viele Kommentare und auch wunderschöne Kommentare, sowie auch Kritik. Das ist normal, klar. Damit haben wir auch kein Problem. Ich meine, man kann über alles reden. Und dennoch möchte ich mich bedanken, dass so viele doch auf dieses Video reagiert haben. Und ja, dasselbe könnt ihr eigentlich auch für dieses Video tun. Also, wenn ihr Lust und Laune habt, dann gerne kommentieren, abonnieren, liken, was auch immer. Kritik können wir auch ertragen. Also, legt da ruhig los.
Verbesserungsvorschläge sind für uns immer ein Wunsch. Wenn ihr der Meinung seid, das könnte man besser machen oder sonstiges, sind wir immer für alles offen. Also, in diesem Sinne, gehen wir jetzt mal hier rein in den guten Park und hoffen natürlich auch, was Tolles zu sehen. Und dann kommt man hier rein und dann kommt man hier schon mal auf so einen wunderschönen Platz. Ich sehe gerade, ich habe noch auf Pause. ja, wow. Also überall Quallen. Also hier ist richtig Leben in der Bude. So wunderbar. Das ist doch echt toll gemacht. Land of Giants geht's dahin. Ach, das sieht doch toll aus. Mir gefällt das richtig gut. So dieser Mittelalter-Look. Ach, guckt mal hier. Hier kann man... Gibt's hier eine Show? Ja? ein Galgen und ein... Ist sowas eine Guillotine? Das hier? Ist das sowas? Guillotine. Nennt man sowas Guillotine? Oh, ich muss das nach der Packtour mal googeln. Oder ihr schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, was, wie man dieses Gerät von früher mal nannte. Also Guillotine, das müsste es, glaube ich, sein. Bin mir nicht sicher, aber ihr wisst es immer besser. Ich weiß das. So, dann gibt es hier ein Beef und Coffee Shop. Hier muss ich sagen, die, oh, jetzt fällt mir Guillotine die ganze Zeit gesagt. Jetzt fällt mir hierfür das Wort nicht. Ist so unfassbar. Die Gardine hätte ich was gesagt. Hier auf jeden Fall, die hängen auf jeden Fall ein bisschen zu tief. Das müsste man alles noch ein bisschen hoch machen. Aber ja, der Park ist ja noch nicht fertig. Und ich denke mal, das wird noch kommen. Ja, eine Taverne ist sie auch. Oh, eine Taverne. Ah, schade. Kein Innenleben. Schade, schade. So, dann haben wir hier nochmal eine Beschilderung. Themenbereich, Highlights. Oh. Das ist nett. Das ist echt cool. Also hier kann man sehen, was so für Attraktionen sind, vermute ich mal. Takayama, Oni River, Nord- und Süddrache, Yuki Onas Reise. In Falkenheim ist dann wahrscheinlich noch nichts. Iron Village gibt es aber schon was. Mecha Gear, Gears of Fear, Swift Drifters. Franklins Villa, Laborturm, der Untergrund. In Franklins Anwesen. Und bei Land of Giants, Betrunkener Troll, Water Cave und Wirtshaus. Ah, sehr interessant. Auf jeden Fall sehr coole, ausgefallene Namen. So, Train Station, Themenbereiche, Main Street, Haupteingang, Takayama Tempelplatz, Falkenheim Fenrisweg, Franklins Anwesen, der Untergrund. Achso, das sind die Stationen dann für hier oben. Ist nämlich, oh, jetzt bin ich hier irgendwo gelandet, aber nicht da, wo ich hin wollte. Die Station für die Bimmelbahn. Die wahrscheinlich einmal komplett über den Park geht. Aber wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Den wollte ich haben. Ich finde das aber auch schön, dass das hier hochgeht. Und dann hier oben die Station auch ist. Stört mich tatsächlich auch nicht, dass das im Freien ist. Und ich muss sagen, da hinten ist ein Tunnel mit Beleuchtung. Da schauen wir auf jeden Fall nachher noch rein. Und ja, ich hatte es bei der letzten Parktour tatsächlich vergessen, was mir jetzt auch nochmal richtig leid tut. Ich weiß, tut Stagma nicht, aber ich habe es tatsächlich vergessen, den Park im Dunkeln zu zeigen. Und das werde ich hier dann natürlich auch hoffentlich nicht vergessen. Und bitte nimmt es mir auch nicht übel, weil wenn man dann vor lauter anfängt, dann vergisst man auch mal schnell so seinen Teil. Was man noch so vorhat. To the Burning Bull. Das wird ein Restaurant sein. Auch sehr schön. Mir gefällt das hier auch sehr gut. Mit der Uhr, dass die so da dran ist. Gefällt mir wirklich sehr schön. Gefällt mir wirklich sehr schön, ja. Gefällt mir sehr gut. Das ist auch schön. So eine kleine Ecke. Gefällt mir auch ganz gut. Wirklich hübscher Platz.
Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Ich weiß, ich habe es jetzt 80.000 Mal gesagt, aber ich kann es einfach nicht lassen. So, wir gehen jetzt hier weiter. Wir gehen jetzt mal in Richtung Fukuyama. Entschuldigt. Aber ich finde das schön. Das ist ein toller Übergang hier. Takayama. Und komme ich auch dann in eine andere Welt? Ja, komme ich. Sehr schön. So, dann sind wir hier so ein bisschen im chinesischen Stil unterwegs. Das finde ich auch richtig klasse. Wenn es jetzt im Spiel noch Koi-Karpfen gäbe, ne, dann würde das doch hier super reinpassen. Auch wieder hier ein wunderschöner Platz. Die Musik im Hintergrund, ganz toll. Haya Sushi, ein nächstes Restaurant. Sehr gut. Auch ein schöner Tempel. Ganz, ganz toll. Gibt es hier noch kleine Imbissläden. Das ist auch richtig schön gemacht hier mit diesen Wasserspielen. Sehr schöne Idee. Personal. Auch ein wunderschöner Baum. Hier ist zumindest mal ein Ausgang. Ja, ich habe keine Zuschauer jetzt hier, Publikum hier drinne. Und hier gibt es anscheinend eine Feuershow. Okay, 19 Uhr. Dann schauen wir doch mal rein. Um 19 Uhr. Ich habe auch die Zeit jetzt mal auf Tag gestellt und fängt das dann jetzt auch automatisch an? Feuershow, 19 Uhr, oder muss ich das tatsächlich so... Ah, das ist doch... Gibt's hier... Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ja, ich weiß halt nicht, ob es hier jetzt eine Show gibt oder nicht. Das ist eine gute Frage. Schade. Ich weiß nicht, ob es hier einen Trigger gibt. So ein Trigger-Gerät. Und wenn ja, dann finde ich ihn aber nicht. Oder das kommt noch. Das weiß ich nicht. Stand jetzt nichts in der Videobeschreibung. Was das anbelangt. Ist das hier in den Blumen vielleicht drinne? Dass er es hier irgendwo versteckt hat. Schade, schade, schade. Hätte jetzt mal gern gewusst. Wir haben jetzt 15:44 Uhr. Wir achten mal so ein bisschen auf die Uhr. Vielleicht funktioniert das ja vollautomatisch. Und können vielleicht so die Show sehen. Dann haben wir hier eine kleine Beschilderung. Free Flyer, Kionas Reise, Himmelspalast, Dragon Loop, Nord- und Süddrache, Onin River, Moonlight, Riesenrad, Little Dragon. So. Ich finde das auch klasse hier irgendwie. Obwohl das alles hier so eng gebaut ist, finde ich das trotzdem irgendwie gar nicht so schlimm. Ich weiß nicht. Weiß ich echt nicht. Oh, wir haben das Jahr 456. Krass. Das ist lang. Ich weiß, hier vorne war noch auf jeden Fall irgendeine Attraktion gewesen. Hier war ein Eingang. So, was haben wir denn hier? Die Reise. Ist das die Station für die Bimmelbahn? Nee, ist es nicht. Es ist tatsächlich eine Achterbahn. Oder eine Themenfahrt. Kann auch sein. Wir machen mal zu. Was haben wir denn jetzt? 17 Uhr. Ich könnte vielleicht gut gehen. Wir setzen uns rein und fahren jetzt erstmal die erste Bahn.
tatsächlich eine Themenfahne. Oh, das war zu viel. Schön. Ja, mit der Achterbahn so eine Themenfahrt zu machen, kann man auch. Ist doch toll. So, dann fahren wir jetzt nochmal irgendwo rein. Okay, so eine kleine Bibliothek. Oh, schön. Schön gemacht. Und dann sind wir schon wieder da. Wirklich schön. Oh, 19 Uhr. Haben wir schon verpasst, ne? Ne, da geht's los. Da haben wir eine Feuershow. Ach, schade. Okay. Wir merken uns das. Und machen mal im Tag weiter. Und es wäre auf jeden Fall cooler gewesen. Ja, jetzt sehen wir vor lauter Bäume gar nichts mehr. Wäre cool gewesen, wenn man den Trigger jetzt irgendwo finden könnte. Und wir waren jetzt hier erstmal gewesen bei der Fahrt. Ich dachte, wir würden es schaffen. Und hier das Boot. Passt ja auch eigentlich ganz. Aber hier sind doch Kois. Da. Kann ich die nicht anklicken? Wo sind die? Hier sind noch Kois. Hier sind überall Kois. Ja, genau so. Die Kois hätte ich da vorne jetzt auf der Brücke auch erwartet. Wenn man hier rüber geht. Jetzt sag nicht, ich habe die nicht gesehen. Ne, hier sind keine drin. Die hätte man, die kann man auch da auch noch reinmachen. Ich meine, du bist ja noch nicht fertig. Dann, das wäre auf jeden Fall cool. Nicht so viele, aber so ein paar. Sieht doch bestimmt gut aus. Also der ganze Bereich hier sieht echt toll aus. Also ich bin total begeistert. Und hier geht's in eine Sackgasse. Das ist eine kleine Bank. Ein paar Snackautomaten. Hier gibt's auch wieder Shops. Hier wird man nicht verhungern und verdursten. Das ist auch schon mal gut. Und hier ist nochmal so ein Tempel. Und da geht's irgendwo rein. Das ist bestimmt Personal. Ah ne, Toiletten. Ah, okay. Aber ansonsten ist jetzt hier nichts drin. Achso, hier gibt es dann den Eingang für die tolle Fahrt. Auch schön. Dann gehen wir mal hier weiter. Das ist der Ausgang. Dann haben wir hier nochmal irgendwas. Ist hier dann auch wieder eine Show? Oh. Okay. Jetzt haben wir schon irgendwas gesehen, was wir nicht sehen sollten. So, hier ist ein Eingang. Personal. Dann gehen wir mal hier durch. Achso. Tschupp. Und wieder zurück. Und dann ist hier schon der Eingang für... Ah. Okay. Ach ja, das ist der Dragon Loop. Fahr mal mit. Gucken wir uns das mal an. Ja, kann man auch so machen. Hab ich auch so noch nie gesehen. Cool. Hübsch. Hübsch, hübsch. So, dann haben wir hier den Ausgang. Das war der Eingang.
Der Ausgang ist da. Da ist der Ausgang. Personal. Und dann kommen wir hier wieder auf den Platz zurück. Halt, stopp. Achso, okay. Kann man nochmal über die Stangen drüber, falls man sieht, die Schlange ist leer. Kann man da ja nochmal rein. So, da haben wir noch zwei Inverted Coaster. No Passage. Aber wir schon. Okay, nichts drin. Ach, das sind aber tolle Farben. Der weiß-blaue, der gefällt mir richtig gut. Das sind tolle Farben. Schön. Iron Village. Okay. Da wollen wir aber noch nicht rein. Wir gehen jetzt erstmal hier noch lang. Hier ist ja noch riesiger Tempel. Dragon Loop, Himmelspalast. Ach, Himmelspalast, wo war der denn? Ist da. Hä? Ist etwa da gekonnt dran vorbeigelaufen? Ach hier, Himmelspalast. Tatsächlich. Ah, hier ist das gute Ding. Wollte gerade sagen. Ja, so ein Himmelspalast, da kann man dann hochfahren. Aber das Ding nimmt so viel Platz weg. Schau dich mal das Riesenteil an. Also das ist der Kranarm, der die Leute dann nach oben befördert. Und ja, und dann hat man von da oben eine schöne Aussicht. Wir gehen aber jetzt mal wieder zurück auf diesen Platz, weil jetzt haben wir ja eigentlich alles. Free Flyer ist ja hier das Fahrgeschäft. Und wir gehen jetzt aber mal in Richtung Platz, wo hier dieser riesige Tempel ist. Und jetzt gehen wir erstmal noch hier lang. Hier steht Oni River, 23 Uhr, machen wir auch gleich. So. Riesenrad, Moonlight, Little Dragon. Süddrache, Eingang. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal. Ich hoffe, dass das hier auch eine Achterbahn ist. Überall treffen wir auf Drachen. Auf den Süddrachen. Und die Gänge werden immer schmäler und kleiner. Ach ja, das ist doch tatsächlich dann das Fahrgeschäft. Ich dachte zuerst, das wäre für diese Iron Village. Aber wir fahren jetzt hier unsere erste Achterbahn, beziehungsweise zweite. Die erste war ja mehr eine Themenfahrt. Aber wir fahren jetzt hier das gute Ding und warten auf irgendwas. Die fahren, glaube ich, gleichzeitig, gell? Ja, deswegen müssen wir warten. Okay. Also es ist eine quasi konkurrierende Achterbahn, die sich auch kreuzt, was wirklich sehr cool ist. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an und genießen mal hier die tolle Fahrt. Okay, die Kurven muss man natürlich ein bisschen ausbessern. Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt erstmal durch den Ausgang wieder raus. Ausgang wieder raus und gehen mal. Ich glaube, Norddrache hieß der andere. Das war jetzt der Süddrache. Und wir gehen mal hier raus und dann muss der Eingang doch irgendwo hier in der Nähe sein. Das ist der Norddrache. Wir gehen auf jeden Fall hier durch den Eingang rein. Im Slalom.
Im Zickzack ist es ja nicht. Auch kein Slalom eigentlich. Und gucken wir mal, ob wir jetzt hier in die richtige Bahn reinkommen. Tun wir natürlich nicht, aber deswegen haben wir ja auf Pause gemacht. So, hier starten wir gerade und fahren das gute Stück ein bisschen schneller vorwärts und dann sind wir schon oben. Mal gucken, wie hier die Kurvenlage ausgerichtet ist. Ja, genau so. Okay, also die Achterbahn muss auf jeden Fall ausgebessert werden, weil so kann man keine Achterbahn oder beziehungsweise Wagen in die Kurve reinhauen. Die sind ja komplett falsch, in die falsche Richtung gesetzt, die Kurven. An sich finde ich den Streckenverlauf sehr interessant. Ich finde die aber auch extrem schnell unterwegs. Was auch so ein bisschen schade ist, man kann aus dem Streckenverlauf hier die ganzen Sachen gar nicht so sehen. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön thematisiert. Aber da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Verbesserung notwendig. Vor allem die ganzen Kurven. Es sei denn, es ist so tatsächlich gewollt. Ich würde es ändern und anpassen. Und hier die Schlussbremsen würde ich vielleicht. Ich würde vielleicht hier diesen Hügel einfach mal weglassen. Und hier eventuell die Bremse einführen und dann mit einem Rollreiben einfach mal wieder zurück in die Station führen. Ansonsten, coole Idee. Gefällt mir sehr gut, die Idee. Und ja, wie gesagt, die Kurven waren halt jetzt nicht gerade die Creme de la Creme. Aber du bist ja noch an dem Park dran, dann kannst du das ja nochmal ausbessern ein bisschen. Ansonsten hier die Gebäude wirklich sehr schön gemacht. Alles wunderbar. Hier gibt es dann auch wieder ein paar Shops, Sitzgelegenheiten und Shops. Und Shops. Jede Menge Shops. Jo, das passt auch sehr gut hier rein. Das ist Moonlight. Eine kleine Schlittenfahrt. Dann haben wir hier einen kleinen Platz, wo man auch ein bisschen verweilen kann. Hier fehlen dann so ein paar Bänke. Die könnte man noch hier oben hinstellen. Und dann kommen wir wieder zum nächsten. Das ist ein riesiges Gebiet hier. Ist ja wirklich groß. Da sind Bordsteine. Ja, genauso wie das hier fehlt auf dem anderen Platz. Das ist doch schön. Und da gibt es auch noch ein Feuerwerk. Und ich sehe gerade, wir haben auch noch so ein bisschen backstaged. Da müssen wir auch noch gleich mal gucken. Auf jeden Fall haben wir hier Feuerwerk. Gucken, ob wir das auch noch nachher sehen können. Jetzt sind wir auf der anderen Seite vom See. Dann können wir hier die Treppe nochmal hoch. Also der liebe Rick würde jetzt auch sagen, er findet das super toll, dass das hier alles auf verschiedenen Ebenen gebaut ist. Grüße geht raus. Und vielleicht finden wir ja noch was, was dem Mitaro so immer gefällt. Wir schauen mal. Wenn ich es sehe, werde ich euch sagen, was ich meine. Und das ist Little Dragon. Das muss jetzt der Kiddie Coaster sein, oder? Das ist der Kiddie Coaster, natürlich.
So, wir machen das Ganze auf Stopp. Sagen wir Testfahrt und setzen uns mal nach ganz hinten und genießen mal einen Kiddie Coaster. Spulen den Lift mal vor. Das war ein bisschen zu hart. Oder die war schon ein bisschen besser. Und dann sind wir wieder da. Sehr gut. Auch wieder ein schöner Streckenverlauf, finde ich. Die Kurven sind ein bisschen zu eng. Hier beim Drop in den nächsten Hügel rein, das ist ein bisschen zu hart. Aber an sich eigentlich eine gute Fahrt. War doch super. Und dann gehen wir hier wieder raus aus dem Ausgang. Und dann geht es hier auch gar nicht mehr weiter. Also hier ist tatsächlich Ende von dem Bereich China. Jetzt habe ich natürlich den Namen wieder vergessen. Fukuyama, Yokoyama, Hakiyama. Ach, ich kann mir einfach keine Sachen merken. Da habe ich kein Fable für. Nee, das ist fällt mir auch so ein bisschen schwer. Aber wir gehen jetzt wieder hier zurück, weil wir müssen ja noch hier Oni River uns angucken. Wir machen dafür natürlich 23 Uhr. Und dann gehen wir mal rein. Dann haben wir hier einen offenen Kamin. Sehr schön, ein kleines Bücherregal. Und dann haben wir hier auch eine schöne dekorierte Station. Und würde sagen, wir genießen mal hier diese Raftingfahrt. Und ich glaube, die Kamera ist das da, wo wir uns dann nicht drehen. Ich würde vielleicht hier und da ein bisschen was vorspulen. Mal gucken mal. Aber wenn da 23 Uhr steht, dann sollte doch irgendwas hier zu sehen sein. Und, ach ja, es brennt auf jeden Fall. Kann jetzt auch nicht Kamera nach links und rechts drehen. Ist ja richtig was los. Also wir sehen schon, wir müssen gleich auf jeden Fall mal nochmal so reinfliegen. Weil es gefällt mir schon sehr ganz gut hier. Den Lift wieder hoch. Jetzt habe ich mal ein bisschen vorgespult. Kann auch sein, dass wir jetzt in die Station zurückkehren, ne? Nee, tatsächlich noch nicht. Auf jeden Fall finden hier Minenarbeiten statt. Oh, finde ich sehr gut gemacht, ja.
sehr schön gemacht. Also das gefällt mir auch sehr gut. Hier mit dieser Hängebrücke. Schön gemacht. Auch überall mit Sounds gearbeitet. Richtig gut. Das ist mehr so eine Themenfahrt als wie eine Rafting. Aber ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht. Eine Themenfahrt mit Raftingbooten mal zu machen, weil im Endeffekt, man dreht sich ja. Also klar, viele Raftingfahrten sind natürlich auch thematisiert, aber sowas wie hier jetzt meine ich. Hier ist ja richtig was los. Jetzt geht's schon wieder runter. Oh, krass. Ein bisschen vor. Das ist auch schön gemacht. Also ich habe jetzt vorgespult, nicht, dass ihr denkt, warum fährt das Ding auf einmal so schnell. Und dann sind wir in der Station. Wow, das war ja eine richtig lange Fahrt. Wahnsinn. Wir fliegen jetzt auch mal hier durch. Ich lasse die Uhrzeit mal so, wie sie ist. Und dann haben wir hier die brennenden Häuser. Es regnet, es brennt. Ich habe die Geschichte noch nicht so ganz verstanden. So, dann gehen wir runter. Weil alles brennt und dann treffen wir auf diesen Gott. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, das wäre ein Gott. Gott der Zerstörung. Wir nennen es. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Dann haben wir hier Kerker mit Skeletten. Und dann sind wir hier in irgendeiner Mine. Da ist eine Kiste, Skelette. Ich weiß halt nicht, ob ich irgendwas verpasse nachher, ne? Sondern haben wir hier noch, haben wir hier Licht. Die Klappe geht auf und zu. Und haben wir hier auf jeden Fall Diamanten. Haben wir das, das. Hier haben wir noch eine Tür. Jetzt machen wir das Licht wieder aus. So, und dann geht das ja hier weiter. Weiter in der Mine. Jetzt sind wir noch tiefer in der Mine drinne. So, und dann werden hier irgendwelche Kristalle abgebaut. Und vielleicht passt das diesem Gott ja nicht, dass wir dem seine Kristalle geklaut haben und deswegen er anfängt, das hier zu zerstören. Also, ich kann ja sein, dass ich mir jetzt irgendwas zusammenreime. Irgendwas muss man ja da zusammenreimen. So, und dann geht's hier hin. Und hier muss ich jetzt mal Licht machen. Das war nämlich gerade eben so dunkel. Ah, okay. Ach krass, das geht ja voll als Spirale hier runter. Jo, heftig. Okay. So, und dann sind wir hier unten angelangt. So, und das sieht man nämlich alles nicht so gut, ne? Aber das soll ja auch so sein. So, dann kommen wir zum nächsten Kerker. Sind auch wieder Skelette. So, und dann kommen wir hier hin, wo alles dann so schön gemacht ist. Also wir haben es dann gerettet, würde ich sagen.
So, und dann fährt man hier ganz lange hoch zur Station zurück. Also wirklich, das thematisiert war das Ganze super. Ich finde die Idee auch super, dass das mit Raftingbooten zu machen, ist auf jeden Fall mal was ganz anderes. Und ja, war toll. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Auch wenn ich jetzt die Geschichte nicht verstanden habe. Was mir tatsächlich auch sehr leid tut. Mit 20.26 Uhr dachte ich, ah, schade. Ich habe jetzt gedacht, wir schaffen es vielleicht. Oder warte mal, fängt die Zeit an? Nee, die Zeit läuft einfach so weiter. Okay. Ich habe gedacht, wir schaffen es vielleicht, nochmal die Feuershow uns anzugucken. Ich würde aber sagen, wir schauen das Ganze nochmal nachher. Und gehen mal nach Iron Village. Dann kommen wir hier, kommen wir in den nächsten Bereich über eine Brücke, genauso wie da hinten auch. Okay. Iron Village. Iron Village, so wie das hier aussieht, ist wahrscheinlich ein Steampunk-Bereich. Das sieht auf jeden Fall stark danach aus, wenn ich mir hier diesen Topspin angucke. Auch schön rein thematisiert hier. Und dann führt dieser Weg nochmal irgendwo hin. Lagerraum. Und dann sind wir wieder auf so einem großen Platz. Also das finde ich cool, dass man irgendwo in eine Themenwelt reinkommt. Man hat erstmal so einen riesen Platz, wo man sich nach links, rechts, geradeaus und wieder zurück orientieren kann. Finde ich ganz cool. Das ist auch schön. Auch eine coole Idee. Das ist auf jeden Fall ein Restaurant. Hier einen kleinen Kran. Und dann kommt man von dort. Da sind wir ja auch nicht jetzt vorhin lang. Ach so, dann kommt man von dem Hauptbereich. Kommt man rüber zu Iron Village. Okay. Also hier führt kein direkter Weg nach. Jetzt muss ich kurz mal gucken, weil sonst ich habe den Namen wieder vergessen. Takayama. Okay. Da kommt man also von hier aus nicht nach Takayama. Iron Village. So. Weiter geht's. Dann haben wir hier dieses klasse Karussell. Würde mich auch mal interessieren, wo das Ding mal irgendwo steht. Das habe ich auch so noch nie irgendwo gesehen. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Fährt die Krallen nach oben und dann schwingt man so gegen den Uhrzeigersinn. Mit dem Uhrzeigersinn. Wie auch immer. Und dann fahren die Krallen hoch und runter. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Also ich wüsste nicht, wo das Ding irgendwo stehen könnte. Ist mir unbekannt. Iron Force. So, dann gibt es hier bestimmt eine Achterbahn. Und zwar, hier ist irgendeine Fabrik. Eisenfabrik. Eine Eisenfabrik. Werkzeug. Schaufeln. Jede Menge Rohre. Und dann finden wir natürlich dieses Fahrgeschäft. Die Melodie hat es schon verraten. Die Melodie ist einfach typisch für dieses Karussell. Das ist so ein Klassiker bei Planko. Also ehrlich, dieses Karussell findet man wirklich in jedem Park fast. Es ist aber auch cool. Das muss man wirklich sagen. Es ist nostalgisch cool. So, hier haben wir den Ausgang. Wir wollen aber durch den Eingang. Und das ist Measure Gear. Oh, sehr schön. Hier hat man schon mal einen kleinen Blick in die ganze Stahlkonstruktion. Ich finde es cool, dass das aufgebaut ist wie so eine Fabrik.
Sehr, sehr interessant. Und dann sind wir schon hier. Oh. Ach, das ist ein Boomerang. Okay. Testergebnisse. 108 km/h. Measure Gear. Wir machen hier Stopp. Und was ich mir gerade... Was, ja, das ist mir tatsächlich so aufgefallen. Ganz wenig Sitzreihen. Also 1, 2, 3 Sitzreihen. Okay. Interessant. Dann fahren wir das gute Ding mal. Natürlich Front Seat. Und mittig. Gucken wir mal, was hier passiert. Oh, ist ja eine riesige Fabrikhalle hier hingebaut. Also ich muss sagen, gefällt mir richtig gut, ne? Mir gefällt ja auch die Musik. Die Musik ist so gut gepasst. Die passt so gut hier rein. Ich find's auch genial, dass man hier so durch die Halle fährt. Ich hätte es jetzt am Anfang tatsächlich nicht gedacht, aber ich bin eines Besseren belehrt worden. Ja, wow, das war doch mal wirklich eine super Bahn. Die war doch echt klasse. So, wir kommen hier raus in einen Looping. Und dann fahren wir hier wieder raus. Oder rein, mehr oder weniger. Dann wieder raus. Und dann unten wieder rein. Überall an dem... Ach, hier ist sogar der Ausgang. Da fährt man hier an dem Ausgang vorbei. Okay, krass. Also, dass die Kurven natürlich ausgebessert werden müssen, das sage ich jetzt nicht nochmal, obwohl ich es jetzt gesagt habe, aber ich sage da jetzt nichts mehr zu, weil es ist ja eigentlich klar, für jeden ist es klar, dass man das ein bisschen ausbessern kann. Aber das ist echt nicht viel und ich finde das auch cool, dass diese Kurve, die Kurve hier hat mir richtig gut gefallen. Also die Idee, über diesen ganzen quasi Lagerbereich hier drüber zu fahren. Hier fehlen natürlich auch ein paar Stützen, muss noch ein bisschen, allerdings sollen Ketten, ach, die Ketten sollen das sein, oh, ach, jetzt haben wir es, oh, Custom, würde jetzt der Mitao sagen. Grüße geht raus, die Kette sollen dann die Stange, die Schiene festhalten, sehr, sehr gut, kann man so machen. Und dann sind wir hier. Das sind sogar Mitarbeiter. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass die Packtour doch so lang wird, ey. Aber die zögert sich doch jetzt ein bisschen hinaus. Ach, auch hier ist alles Mögliche drin, ne? Dann gibt es hier diese Türme. Diese Türme hier. Und dann gibt es hier den Rauch. Ah ja, okay. Cool. Gefällt mir wirklich sehr gut. Auch hier das Glasdach. Wobei das kein Glas ist. Das ist ja ein Gitter. Mit Glas. Wenn ich das richtig gesehen habe. Müsste mit Glas sein. Na. Brauchst du denn so lange heute? Ja, mit Glas. Mit Glasfenster. Natürlich. So, fertig.
Fertig. Fertig. So. Dann gehen wir mal Richtung Ausgang. Also die Fabrikhalle, also das hier hat mir richtig gut gefallen. Super viel Arbeit hier reingesteckt. Viel Qualm, viel Action. Coole Fahrt. Echt toll. So, dann kommen wir auch wieder hier zurück zum Platz. Und ich würde sagen, wir gehen diesen Weg hier einfach mal weiter. Und wir können uns das immer noch mal kurz von oben anschauen. Also das ist hier Iron Village. Ein schöner kleiner Platz. Mit einer sehr interessanten Achterbahn. So, und hier führt der Weg uns ins Nichts. Doch, ne, hier ist ein Weg. Iron Village. Und dann führt uns dieser Weg wohin? Wo führt uns dieser Weg hin? War jetzt keine Beschilderung. Einmal nur mal hier rum. Ah, nee, tatsächlich. Franklins Anwesen. Land of Giants. Wir gehen mal hier hoch. Danger, go back. Das ist doch, ist doch ein Weg hier, oder? Das ist ein Weg. Also hier kann man offiziell lang. Okay, dann machen wir das doch. Überall Totenköpfe. Die Raben wollen uns warnen. Aber wir trauen uns trotzdem den Berg hoch, weil wir sind einfach mutig. Nee, sind wir eigentlich nicht. Ich glaube, in echt würde ich gar nicht da hochgehen. Da hätte ich viel zu viel Angst. Oh, herrlich. Aber ein ganz schön langer Weg. Ich glaube, wir müssen ein bisschen sprinten. Und die Raben hören nicht auf und sagen die ganze Zeit, geh nicht weiter, geh nicht weiter. Und ich sage doch, wir gehen weiter, denn wir wollen sehen, was da oben ist. Nachher trifft uns da gar nichts, wobei da oben ja ein Turm ist. Aber hier steht's. Franklins Anwesen. Coming soon. Okay, trotzdem interessiert uns, was hier so versteckt ist. Ach ja. Hier steht schon mal auf jeden Fall ein Gebäude und ein riesiger Turm. Und dann führt uns dieser Weg hoch zum Turm. Und muss tatsächlich sagen, das sieht wirklich gut aus. Also dieser Turm. Ich finde das auch so krass mit diesen Fenstern hier. Das ist echt eine gute Idee. Ein wirklich tolles Gebäude. Naja, was könnte wohl da drin sein? Ich könnte es mir schon denken, weil ein Turm könnte ein Freifallturm da oben drin sein. Laborturm. So, wir gucken mal, was uns hier trifft. Hallo sagen könnte hier im Labor. Und dieses Labor. Ja, natürlich. Sicher doch, natürlich ein Freifallturm. So, dann geht es hier nochmal eine Treppe irgendwo hin. Nirgendwo hin. Ich habe so ein paar. Also gerade eben schon der Bereich Iron Village kam mir so ein bisschen nach. Ne, kam mir nicht vor. Eher so. Also hier dieser Turm kommt mir sehr bekannt vor. Und zwar würde ich sagen der Mystery Castle. Weil wenn ich jetzt hier sage. Mach mal 22 Uhr. Dann blitzt es hier halt überall, ne? Das hat es früher beim Mystery Castle auch gegeben. Heute glaube ich auch noch. Aber das Mystery Castle war damals schon. Zu den Anfangszeiten war das schon. Alles viel besser. Viel besser gemacht. Und ja, es ist schade. Es ist schade, dass es nicht mehr so ist. Gut, das war der Laborturm. Auch wirklich ein sehr schönes Gebäude. Gefällt mir sehr gut.
auch hier mit dem Mond im Hintergrund, das sieht doch wirklich klasse aus. Einen besseren Zeitpunkt konnten wir nicht erwischen. Machen wir wieder 10 Uhr und wir gehen jetzt mal darüber in dieses wunderschöne Gebäude. Gefällt mir auch richtig gut. Hier einen kleinen Brunnen. Ein bisschen Nebel. Dann haben wir hier so ein kleines Häuschen. Da ist ein Grabstein. Ein Sarg. Aber finde ich aber cool, hier die Steine als Weg zu machen. Sehr interessant. Und dann haben wir hier den Eingang. Ich weiß halt nicht, ob das fertig ist. Aber wir gucken einfach mal, selbst wenn es nicht fertig ist. Und dann haben wir hier... Aha! Oh. Auch ein schöner Eingang. Schöne Stationshalle. Wir fahren auf jeden Fall mit die Strecke. Wir können sie nicht eröffnen. Wir drehen die Zeit mal auf 23 Uhr. Ich weiß nicht, ob hier ein Trigger drin ist. Und fahren mal das gute Ding hier. Bin mal gespannt. Jetzt gleich erwartet uns nichts. Oh doch. Ein bisschen ist hier drin. Ein paar Spinnen, ein paar Bücher. Eine kaputte Decke. Oh, das ist cool mit der Treppe. Das ist richtig cool. Oh, da ist ein Gespenst. Ich mag die Ideen. Ich mag die Ideen sehr. Wir sind jetzt unter der Treppe einfach runter in den Keller. Ich mag die Idee. Die ist gut. Und hier ist auf jeden Fall Wasser. Oder nicht? Irgendwas ist hier. Ach ja. Die Bahn ist nicht zu Ende. Deswegen. Die Bahn ist noch gar nicht fertig. Die Bahn ist noch nicht fertig. Aber mir gefällt dieser Eingangsbereich hier wirklich sehr. Ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, also Franklins Anwesen ist ja auch noch in Arbeit. Aber mir gefällt das hier mit den Treppen auch sehr gut. Ach, hier den Geist habe ich gar nicht gesehen. Hier ist nochmal der Geist mit der Treppe. Ach, das ist sogar auch noch ein Skelett. So, und dann finde ich die Idee klasse, dass man hinter der Treppe runter in den Keller kommt. Und dann haben wir hier unten, sind wir im Nichts. Und dann führt der es irgendwo, hat er schon eine Idee, wo das hier lang führt. Und man sieht schon, das ist ein riesiger Tunnel, der irgendwann wieder zurückführt. Irgendwann zurückführt in die Station zurück. Ja, wirklich, sehr gut. Hat mir auch sehr gut gefallen. Bin sehr gespannt, wenn das mal fertig ist. Ich freue mich schon auf deine Bewerbung, wenn es mal fertig ist. Der komplette Park. Und bin sehr gespannt, was du noch daraus machst. Ich hoffe, du bearbeitest auch die Achterbahn. Wir springen einfach mal hier runter im klassischen Fortnite-Stil. Und müssen jetzt, glaube ich, wieder... Ah nee, Quatsch, müssen wir gar nicht. Wir konnten doch von diesem Weg aus hier. Land of Giants. Da gehen wir jetzt einfach mal rein. So, mir gefällt das hier auch sehr gut mit den Steinen, das ist wirklich klasse, aber das sind alles Felsen, ne?
das frisst so viel Performance. Umso mehr da reinkommen. So, zum betrunkenen Troll. Wirtshaus, Sägewerk, Windmühle. Also drei Attraktionen gibt es dort rechts. Würde ich sagen, wir gehen mal zum Wirtshaus und schauen uns das mal an. Hübsch. Ach ja. Das ist auch cool. Das ist cool gemacht. Ein Riese, der so ein bisschen was zerstört. Wirklich cool. Wirtshaus zum alten Hof. Ein Hotel. Wunderbar. Schön. Das hat mir auch gut gefallen. Wir gehen jetzt mal hier Richtung betrunkener Troll. Zum betrunkenen Troll. Die anderen Attraktionen, da müssen wir dann wieder zurück. Okay, dann kommen wir hier über eine schöne Brücke. Schönen Fluss. Oh, auf jeden Fall ist dort eine Holzachterbahn. Das Haus haben wir jetzt gar nicht gesehen von hier. Aber wir sind einfach dran vorbeigelaufen. Okay. Auf jeden Fall ist hier noch so ein kleines Häuschen. Und wir gehen jetzt mal zum betrunkenen Troll hier. Also Beschilderung ist hier auf jeden Fall da. So schnell kann man sich tatsächlich nicht verlaufen hier. Und wir sind angekommen beim betrunkenen Troll. Dann gehen wir mal hier rein. Oh, das ist aber schön gemacht. Richtig schöne Questboard. Richtig schöne Station. Halle. Und wir sind tatsächlich schon in der Holzachterbahn. Wir machen auf Test und fahren mal mit der Holzachterbahn. Sie geht auf jeden Fall mal sehr lange hoch. Und sie geht noch weiter hoch. Und jetzt geht's los. Oh, in die Berghöhle. Jawohl. So viel Speed, das hat er nicht geschafft. Fast perfekt. Das Ende müsste man noch ein bisschen ausbauen. Ja, wir sind so schnell durch die Höhle durch. Man konnte gar nicht so wirklich das Ganze begutachten, tatsächlich. Hier ist auch irgendwas. Auf jeden Fall, in dieser Höhle war so richtig viel was los. Ich habe auf jeden Fall jede Menge Trolle gefunden und gesehen. Oh ja, auch schön, dass das Wasser hier von dem Berg runter in den Fluss runterkommt. So, hier haben wir zum Beispiel was. Das soll ein fliegender Troll sein. Irgendwie sowas. Mit Flügeln, ein riesiger Troll mit Flügeln. Und dann kommen wir hier, was ich aber wirklich toll finde, ist
Dann kommen wir hier in diese riesige Höhle rein mit diesen Burgmauern. Und hier ist noch eine Wasserbahn drunter. Und man sieht hier diesen riesigen Troll, der wirklich super gelungen ist. Also der sieht ja wirklich toll aus. Der sieht richtig toll aus. So, dann kommen wir hier wieder raus irgendwo. Irgendwo kommen wir doch wieder raus. So, hier waren wir schon draußen. Oder sind wir mal rein. Und mir gefällt auch hier diese Brücke sehr gut. Nur das Ende war halt nicht so toll. Ansonsten war die Strecke eigentlich ganz gut. Das Ende hätten wir ein bisschen noch die Bremsen. Da muss man noch ein bisschen bei den Bremsen was bearbeiten. Hier ist der Ausgang. Sehr interessante Fahrt mit den Giant Trolls. Und wir gehen mal zurück zum Sägewerk. Also Richtung Hauptweg, mehr oder weniger. Der war ja hier. Und wir gehen jetzt mal Sägewerk Windmühle besuchen. Bin ja immer sehr gespannt, was die Windmühle ist. Sägewerk kann ich mir vorstellen, ist die Baumstamm-Wasserbahn. Das könnte ich mir vorstellen. Aber hier ist überall irgendwie so ein... Irgendwie ist bei mir immer so ein bisschen verschwommerig irgendwas. Ich weiß nicht, was das ist. Habt ihr das auch öfters mal in dem Video gesehen? Ich weiß halt nicht, was das sein kann. So, dann kommen wir hier zum Sägewerk. Richtig? Sägewerk? So, das Sägewerk. Sägewerk, genau. Hier Baumstammlagerung. Und dann hier Trollhöhen Water Cave. Auch wieder ins schöne Stationsgebäude. Und diese Bahn hat wieder kein Ende, vermute ich mal. Wir fahren die Bahn jetzt trotzdem mal mit. Eigentlich mache ich das nicht. Aber wir fahren halt durch die Höhle durch, wie ich gesehen habe. Aber wir machen das Ganze im Schnelldurchlauf. Nachher habe ich was verpasst und das möchte ich dann auch wieder nicht. Deswegen machen wir jetzt hier das Ganze mal im Speedrun. Haben wir jetzt hier die Brücke. Und dann kommen wir schon in die Höhle rein. Also der Eingang in die Höhle rein, der sieht schon richtig klasse aus. Find den Weg jetzt bis in die Höhle ein bisschen lang tatsächlich. Ich habe jetzt vorgespult und wir sind echt lang unterwegs gewesen. Aber hier in der Höhle dann wieder ist wirklich klasse. Also das, da war dieses Verschwommene wieder. Ich weiß nicht, was das ist. Ja, auf jeden Fall kommen wir dann hier in die Höhle rein und über uns fährt dann die Achterbahn lang. Das ist schon cool. Das ist wirklich cool. Dann treffen wir hier auf den Troll. Fahren wir einmal um den Troll herum. Dann haben wir hier dieses riesige Bauwerk. Müssen wir gleich auch nochmal gucken, was dahinter ist. Habe ich jetzt vorhin vergessen. Dann haben wir hier nochmal eine kleine Einmündung. Jetzt sehen wir erstmal gar nichts. Ah, und dann sind wir auch schon draußen und hier hört auch die Bahn auf. Und tschüss. So. Also die Bahn ist auf jeden Fall noch nicht fertig. Aber ich finde es ein bisschen
extrem lang. Oder man macht hier tatsächlich noch irgendwas hin. So dass man nicht so gelangweilt durch den See lang fährt. Aber das hier wirklich hübsch gemacht. Auch mit diesem Rundbogen hier, um dann in die nächste Höhle reinzukommen. Wirklich coole Idee. Aber ich wollte eigentlich mal hier gucken. Ach so. Ja, okay. Das ist die. Das ist der Höhleneingang. Von diesem. Von dieser Bimmelbahn. Genau. So, dann haben wir hier den Ausgang. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur noch die Windmühle. Wenn ich das so richtig verstehe. Ja, die Windmühle. Gucken wir mal, was uns die Windmühle bringt. Also man, was sehr interessant ist, man läuft hier durch den ganzen Wald und dann sieht man halt immer irgendwo irgendwas. Ja, so ein kleines Gebäude, wie jetzt hier die Windmühle. Und das soll auch die Windmühle sein jetzt hier. Das ist keine Attraktion. Das wäre ja lustig. Ja, tatsächlich. Dann kommen wir wieder zurück. Also, das soll die Windmühle sein. Cool. Ich dachte, das wäre noch eine Attraktion. Ja, das war Five Worlds Park. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Hier und da natürlich ein paar Ecken, Kanten, ein paar Sachen sind noch gar nicht fertig. Ich freue mich allerdings schon auf die Fertigstellung, weil ich glaube, da kann man richtig viel noch rauskitzeln hier aus dem Park. Was natürlich heftig ist, ist hier die ganze Steinreihe, was auf jeden Fall super viel Performance raus wegnimmt. Wie auch die ganze Berghöhle ist auch mit Steinen versehen und ja, das nimmt halt ein bisschen Performance weg. Ich hoffe, der läuft dann am Ende auch noch trotzdem, weil ja, die Steine halt, ne? So, und wir hatten ja noch gesagt, wir haben ja hier noch ein bisschen Backstage. Doch schön. Auch mit den Parkplätzen hier, Lagerraum, finde ich cool. Finde ich klasse. Na, hier natürlich so ein Steg gemacht, ne, für die Boote, damit man hinten zum Feuerwerk kommt. Auch richtig cool. Weiß jetzt halt nicht, wann Feuerwerk losgeht. Und wir hatten ja auf jeden Fall noch hier so eine kleine Show. Ach, jetzt läuft die gerade. Ist ja nicht dein Ernst. So, die kleine Show läuft. Ist schon angelaufen. Wir spulen mal hier ein bisschen vor. Mal sehen, wie schnell das geht. Wir halten mal die Uhrzeit im Auge und können aber jetzt auch mal ein bisschen im Dunkeln den Park uns ein bisschen betrachten. Und da hinten leuchtet alles. Hier ist alles hell beleuchtet. Wirklich toll. Das sieht klasse aus. Auch hier mit den Drachen da unten. Sieht wirklich schön aus. Und da wird es schon wieder Tag. 9 Uhr. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Dann können wir das doch mal hier auf 22 Uhr machen. 9 Uhr. So, und dann gucken wir uns das hier mal an. Der ist nämlich auch schön beleuchtet hier. Beziehungsweise wegen der Feuerschale, gell? Ah, oh, diese Bäume. Ja. Ganzen Wege hier beleuchtet. Der Weg hier hoch zu Franklins Anwesen. Dann haben wir hier diesen Turm. Der einfach hier im Nichts steht. Ich würde sagen, wir fliegen einfach mal hier die Bimmelbahn. Und also fliegen wir mal drüber. Weil wir haben jetzt 10.37 Uhr bis 19 Uhr. Dauert noch ein bisschen. Und fliegen jetzt mal hier die Bimmelbahn lang. So, dann kommen wir hier nämlich zur Station Fukuyama. Ich hab's vergessen. Ah,
Schande. Ich sag's ja, ich kann es mir nicht merken. Ich glaube, das Einzige, was ich mir hier im Park gemerkt habe, ist Iron Village. Takayama. Oh Mann, Takayama. Ach, gut. Die Bahn hört ja auf. Sehr gut. Oder auch nicht. Dann fliegen wir mal in die andere Richtung. So. Dann gehen wir mal hier in die Höhle rein. Dann soll hier wahrscheinlich auch... Ja, hier kommt keine Station hin, oder? Oh. Da ist Schiene. Da ist Schiene. Und dann... Ach so. Ah, die backt halt da durch, klar. Dann können wir nicht... Dann können wir natürlich nicht durchbacken. Durch den Felsen können wir nicht durch. Das heißt, wir müssen einmal... Um den Felsen hier rum und dann hier lang. So. L. Okay, da sind wir hier auch an der schwarzen Wand und dann kommen wir hier ja. Können wir ja nicht durch. Deswegen ging das nicht gerade eben. Die Bahn kann durch, aber wir können nicht da durch. So, gucken. Uhrzeit. 12.37 Uhr. Alles gut. Alles läuft nach Plan. So, dann haben wir hier unten die Station von der Achterbahn. So. Dann geht's hier weiter. Dann geht's hier wieder durch den Berg durch. Aber da können wir jetzt nicht rein. Nee, die hört auf. Okay. Also, das war's mit der Bimmelbahn. Weiter kommen wir nicht. Aber wir gucken jetzt mal hier rein, was hier so im Dunkeln los ist. Auch schön beleuchtet. Dezent, nicht zu viel. Gefällt mir auch sehr gut. Und ja, falls ihr jetzt tatsächlich hier bis hierhin live geschaut habt, ich habe natürlich auch die Timesteps drin. Da könnt ihr dann zu jeder Achterbahn auch rüber switchen. So, wir haben es jetzt bald geschafft hier. Noch 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year. Ah ne, Quatsch, war 19 Uhr, gell? So, die Feuershow geht los. Ich weiß halt nicht, wohin. Hier ist gut, ne? Echt jetzt? Dafür habe ich jetzt so lange gewartet. Nee, cool. Ist halt eine Feuershow. Und haben wir jetzt hier für das Feuerwerk noch einen Trigger? Ich weiß es nicht. Also gut. An sich, der Park hat sehr viel Potenzial. Ich mag den Park. Gefällt mir sehr gut. Und die Achterbahnen waren jetzt tatsächlich nicht jetzt der Oberhammer jetzt. Ne? Da ist noch viel Verbesserungsgeschick drinne. Zu machen. Aber ansonsten, die Themengebiete sind toll. Finde die Ideen auch sehr toll. Ich bin sehr gespannt, wie der Park irgendwann mal fertig aussieht und ich bedanke mich bei euch für die lange Geduld bei dieser Parktour, weil die hat sich dann doch ein bisschen gezögert oder rausgezögert. Ich habe nicht damit gerechnet, weil als ich den Park mal von oben betrachtet habe, dachte ich mir, oh ja, das wird eine kurze Parktour. Aber die ist dann doch ein bisschen länger geworden. Aber in diesem Sinne wurdet ihr ein bisschen unterhalten und ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Und oder genießt noch diesen Sonntag mit euren Liebsten. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.